Ich find's ja echt genial, dass ich den Rückblick jetzt schon so lange mache, dass die Nachfolger von Spielen, die ich hier bereits behandelt habe, nun auch an die Reihe kommen. So auch Project Gotham Racing 2. Für mich war dieser zweite Teil der Einstieg in die Reihe. Teil 1 habe ich erst für den Rückblick nachgeholt. Und wie so oft, die ganze Zeit hatte ich beim Spielen von Teil 1 den Nachfolger im Kopf. Auch heute kann man es gut nochmal spielen, zum Durchspielen finde ich es aber nicht spannend genug. Da kann man lieber den direkten Nachfolger zur Hand nehmen, der einfach technisch auf der Konsole deutlich ausgereifter ist und den motivierenderen Karrieremodus aufweisen kann. Und einfach zu Recht. Allein wenn man sich die Grafik anschaut, sah Teil 1 schon echt gut aus, Teil 2 sieht einfach brillant aus. Ich meine, ernsthaft, guck doch mal, wie das aussieht! Guck doch mal! Die Spiegelung, der animierte Fahrer, die realistische Umgebungsgrafik und was bitte macht Bizarre Creation denn hier mit dem Licht? Realistischer Lichteinfall, Spiegelung und Schatten und das auch noch mit sich ständig von Strecke zu Strecke veränderten Tageszeiten. Geil, Alter! Eines der schönsten Spiele für die Original Xbox. Also technisch, wenn man zeigen will, was die OG Xbox so kann, dann packt ihr Project Gotham Racing 2 rein. Aber was nützt die schönste Grafik, wenn der Karrieremodus nichts taugt? Dann fährt man ein, zwei Rennen und fährt die Konsole vor Langeweile wieder runter. Zum Glück ist PGR 2 aber auch hier erstklassig unterwegs. Es gibt über 100 Fahrzeuge im Spiel und die sind in unterschiedlichste Klassen aufgeteilt. Jede Fahrzeugklasse bekommt dann eine Aneinanderreihung von den typischen PGR-Herausforderungen. Klassische Rennen, Zeitherausforderungen, also schnelle Runde, Slalom, Überholen, da muss man in vorgegebener Zeit eine bestimmte Anzahl Autos überholen, und Blitzlicht. Hier muss man sich mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit blitzen lassen. Ein großer Spaß. In jeder Fahrzeugklasse stehen einem mehrere dieser Aufgaben parallel zur Verfügung, sodass man nach Lust und Laune wählen kann. Flexibilität ist hier das Zauberwort. Für jede Herausforderung kann man nämlich den Schwierigkeitsgrad auswählen, indem man selbst einschätzt, wie gut man ist. Man kann also ohne Probleme alle Aufgaben mit Bronze abschließen und das Spiel so durchspielen. Und wenn man im Laufe des Spiels besser wird, kann man problemlos auf Silber und Gold wechseln, beziehungsweise zu bereits geschafften Rennen zurückkehren, um seine Zeiten zu verbessern. Zusätzlich ist natürlich auch das Kudos-System zurück, bei dem es Punkte für sauberes bzw. spektakuläres Fahren gibt. Also wenn man zum Beispiel im Windschatten fährt, sauber überholt, Abschnitte fehlerfrei fährt, driftet und so weiter. Was mir an dem System so gut gefällt, es fördert einen sauberen Fahrstil. Man will nicht die Störgeräusche hören, wenn man gegen die Bande kracht. Und das Fahrverhalten bietet abermals den tollen Kompromiss aus Anspruch und Arcade. Die Steuerung ist schnell zu lernen, aber es bleibt auch nach vielen Stunden noch herausfordernd, was vor allem auch am regelmäßigen Wechsel der Strecken, Fahrzeuge und Umweltbedingungen liegt. Was mir am Fahrverhalten besonders gut gefällt, dass sich über die Schultertasten Gas und Bremse so gut dosieren lassen und das Spiel auch abfragt. Wenn man in einem Ferrari bei voller Geschwindigkeit die Bremse voll durchdrückt, dann darf man sich nicht wundern, wenn es einem von der Strecke fehlt. Und beim Gasgeben aus der Kurve heraus genauso. Wenn man das Lenkrad noch eingeschlagen hat und Vollgas gibt, reißt es einem sofort das Heck weg. Wenn man aus anderen Rennspielen kommt, ist da durchaus Umgewöhnung vonnöten. Was mich freut, dass mein 20 Jahre alter Spielstand noch da ist und ich musste feststellen, dass mir die letzten Rennserien nur noch fehlten, um PGR 2 durchzuspielen. Das muss doch zu schaffen sein. Denn ganz zum Schluss wird als letzte Strecke die legendäre Nordschleife freigeschaltet. Und schon aus Gran Turismo 4, das erst später erscheinen sollte, weiß ich, was für einen Spaß die macht. Dieser Hochgeschwindigkeitskurs ist eine einzige fahrerische Freude, auch in Videospielform. Bleibt als einziger Schwachpunkt nach wie vor die Gegner-KI, die leider auch in diesem Teil dazu neigt, stets auf der Ideallinie zu fahren und einen dadurch teilweise gnadenlos von der Strecke fegt. Überholen wird so oft zu einer großen Herausforderung, ohne aber, dass es sich so anfühlt, als würde man hier mit einem echten Konkurrenten um die Plätze streiten. Über diese Schwäche konnte ich aber schon immer locker hinwegsehen. Beim Einspielen für den Rückblick bin ich auch bei Project Gotham Racing 2 mal wieder länger hängen geblieben, als unbedingt notwendig gewesen wäre. Ein ganz tolles Rennspiel und eines der besten für die gute alte Xbox.